Die Gesellschaft verändert sich. Wir leben länger, wir werden weniger, wir werden vielfältiger. Wie kann die Gesellschaft im heutigen demografischen Wandel durch mobile Technologien unterstützt werden? Das Projekt BAM des Instituts für Geoinformatik ermöglicht Schülern, sich praktisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. BAM steht für Bunter Älter Mobiler. Wir entwickeln mit Schülern verschiedener Schulen Apps für Senioren und Migranten. BAM ist ein Projekt im Wissenschaftsjahr Demografische Chance und Gewinner des Hochschulwettbewerbs 2013 von Wissenschaft im Dialog. Denn gerade für Senioren können Smartphones ein nützliches Werkzeug sein. Da schon 30% der 50-Jährigen und knapp 10% der über 65-Jährigen regelmäßig ein solches Gerät benutzen. Bevor es an die eigentliche Programmierung der App geht, musste das Gespräch mit den möglichen App-Nutzern gesucht werden. Ja, also wir haben einmal mit der Umfragegruppe halt so Passanten gefragt, damit wir wissen, welche Inhalte in der App einfließen sollen, um damit die App nochmal besser zu machen, damit die dann halt nicht ungenutzt bleibt, sondern dass man die dann auch wirklich nutzen kann. Diese Daten wurden dann an die nächste Gruppe weitergeleitet. In der Datengruppe schauen wir uns die Ergebnisse der Umfragegruppe an, was sich eben Senioren in ihrer App wünschen. Danach gehen wir raus und kartieren zum Beispiel Apotheken oder Sitzgelegenheiten und geben dann diese Daten den Programmierern, damit sie die in ihre App einbauen können. Im letzten Schritt werden die gesammelten Daten zur App zusammengefasst und mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet. Wir entwickeln eine App, womit Senioren, die nicht so lange stehen können, schneller Sitzbänke finden können. Jetzt am Projekttag programmieren wir zunächst ein Datengerüst, wo dann nachher die Daten der Datengruppe eingepflegt werden können und da ein Prototyp entstehen kann. Vorher pflegen wir dann auch die Ergebnisse der Umfragegruppe ein, sodass wir dann die Kontraste verändern oder nochmal die Größe der Knöpfe verändern, dass dann ein schönes Konzept, Gesamtkonzept dabei entsteht. Jeder hat halt einen Programmierpartner quasi. Also es wird in Zweiergruppen gearbeitet. Meistens ist es so, dass einer arbeitet und der andere kontrolliert, was für Fehler gemacht werden. Und bei Problemlösungen können wir natürlich dann auch die Studenten, die das hier betreuen, fragen. Die Ergebnisse der Programmierarbeit wurden dann direkt in der Fußgängerzone getestet und hatten somit auch ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge. Die Schüler sind Teil eines kompletten Softwareentwicklungsprozesses. In verschiedenen Teams koordinieren sie selbstständig Aufgaben und Abläufe des Projektes. Dabei lernen sie deutlich mehr als die reine Programmierung. Wichtig war es auch, dass die Schülerinnen und Schüler für die Zielgruppe sensibilisiert werden und dass auftretende Augenkrankheiten oder ein Zittern der Hände die Bedienung eines Smartphones beeinträchtigen. Diese Kooperation mit dem Institut für Geoinformatik ist immer sehr reizvoll. Schülerinnen und Schüler haben auf die Weise nochmal in besonderer Form Kontakt mit wissenschaftlicher Arbeit, noch über den Wissenschaftsanspruch der Schule hinaus. Sie lernen Studenten direkt persönlich kennen. Das ist eine Erfahrung, die man sonst im Schulalltag überhaupt nicht machen kann. Mit dem Projekt bieten wir den Schülern eine alternative Herangehensweise an, sich mit dem Thema demografischer Wandel auseinanderzusetzen und das mit den Methoden aus der Geoinformatik. Die Schüler nehmen also direkten Kontakt mit älteren Menschen auf, um ihre selbstprogrammierten Apps zu testen und das Feedback der Senioren wieder einzubauen. Uns hat das allen sehr viel Spaß gemacht. Also das kann man auch an den Bildern gut erkennen. Es hat uns Spaß gemacht und ich finde das auch eigentlich eine gute Einrichtung, also eine gute Veranstaltung, dass man das macht. Regional entstehen bei diesem Projekt viele Apps, die besonders für Senioren hilfreich sind. Sie zeigen unter anderem interaktive Karten mit Darstellungen von Ärzten und Apotheken, aber auch öffentliche Toiletten oder Parkanlagen. Nun können auch Senioren unterwegs für ihre Stadt für sie zugeschnittene Daten abrufen. Thank you.